Abnorme Wucherungen, Wunden, Entzündungen, blutende Organvorfälle. Tiere, die inmitten der Kadaver anderer Tiere leben. Das ist die Realität, die über 56 Millionen Schweine in Spaniens Tierindustrie ertragen müssen. Heute präsentieren wir eine Recherche von Animal Equality, die die grausame Wahrheit über die landwirtschaftliche Tierhaltung ans Licht bringt. Die Beweise, die in 5 zufällig ausgewählten Betrieben gesammelt wurden, zeigen eine Realität, die die Fleischindustrie in ihrer Werbung nicht zeigt. Die verdeckten ErmittlerInnen dokumentierten Tiere mit Lahmheiten, ein eindeutiges Symptom für einen schlechten Gesundheitszustand, der entweder auf Verstümmelungen ohne Betäubung oder auf die Haltungsbedingungen der Tiere zurückzuführen sein könnte. Immer wieder wurden Tiere mit abnormen Wucherungen an verschiedenen Körperteilen gesehen. Dabei kann es sich um Leistenbrüche handeln, die Schmerzen verursachen und die Tiere daran hindern, Nahrung aufzunehmen. Außerdem gab es verletzte Tiere, einige mit eitrigen Wunden, andere hatten Entzündungen oder blutende Organvorfälle. All das zusammengenommen führt zu einer hohen Sterblichkeitsrate in diesen Schweinebetrieben. Wir fanden viele Tiere, die inmitten der Kadaver ihrer Artgenossen lebten und diese sogar anknabberten. Die Industrie behandelt diese empfindungsfähigen Lebewesen als bloße Ware. Sie gibt Millionen aus, um die Wahrheit zu verbergen und den Begriff Tierschutz mit ihrem Geschäft in Verbindung zu bringen. Doch die Bedingungen der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind mit Tierschutz unvereinbar. Das ist unbestreitbar. Und das ist noch nicht alles. Das spanische Ministerium hat im letzten Jahr nur 1,67% der Betriebe inspiziert. Das ist inakzeptabel. Diese Gewalt und Misshandlung muss aufhören. Wir brauchen Gesetze, um die Tiere in den Betrieben zu schützen. Und wir müssen sicherstellen, dass die bestehenden Gesetze eingehalten werden. Wir sollten uns zudem immer wieder vor Augen führen, dass auch wir als Einzelpersonen die Macht haben, ihre Leben zu ändern. Wir von Animal Equality sind uns sicher, dass diese Recherchen zu einer informierten Entscheidungsfindung und zu einem mitfühlenden Blick bei der Wahl von Lebensmitteln ermutigen. Sich für pflanzliche Alternativen zu entscheiden, hilft den Tieren auf lange Sicht.